Also es ist verwunderlich, denn wir reden ja eigentlich über Bücher aus der DDR und über die DDR. Und ich habe seit meiner frühesten Jugend wahnsinnig viel gelesen. Und natürlich auch Literatur aus und in der DDR, wobei dies ja gleichzeitig immer wieder einfach schlichtweg deutsche Literatur ist. Denn sowohl im Bücherschrank meiner Eltern als auch durch die vielen Kontakte von Ost nach West war das eigentlich dann auch nicht so eine getrennte Literatur, westliche und DDR-Literatur, sondern es war einfach deutsche Literatur. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ich habe ausgesucht ein Buch, das ich bekommen habe von einem Freund in den 70er Jahren als Student. Es ist von Zdeněk Mlynář, Nachtfrost ist das Buch, nur im Westen erschienen und war auch ein Buch, das in der DDR, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, verboten, aber jedenfalls nicht erwünscht war. Und wenn man es bekommen hätte, hätte man in den 70er Jahren vermutlich auch keine Strafe mehr bekommen, aber es wäre weg gewesen. Und das Exemplar, das ich damals benutzte, war dann auch irgendwann weg. Ich weiß nicht mehr genau wie, ob dadurch, dass ich es verliehen habe und weitergegeben habe, so wie ich es selber ja, bekommen habe, oder ob ich es zurückgegeben habe. Ich kann es nicht mehr sagen. Es hat mich beeindruckt, weil der Zdeněk Mlynář war ein Tscheche oder ist ein Tscheche. Und zwar einer, der eben aus der kommunistischen Partei kommt. Und er war beteiligt an den geistigen, innerparteilichen Vorarbeiten zu dem, was wir heute den Prager Frühling nennen. Und darüber hat er dieses Buch geschrieben und beschreibt dort eben seinen eigenen Weg dahin, aber eben auch eine Beurteilung von 68, wie es abgelaufen ist, was die Situation war. Und zwar in den innerparteilichen Diskussionsprozessen und natürlich auch, womit die konfrontiert waren, bis zum Einmarsch der Sowjets, aber auch den Diskussionsprozess in der Partei im Frühjahr und in der Zeit davor. Er selber hat als junger Mann auch in Moskau studiert und hat dort Gorbatschow kennengelernt. Das heißt, die kannten sich und die schätzten sich. Und auch darüber schreibt er dann, wie ich mich erinnere, wobei ich da nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Es könnte sein, dass diese Information sogar eine spätere Information ist, die ich erst später bekommen habe, denn der Name Gorbatschow war uns in den 70er Jahren ja überhaupt nicht bekannt. Aber er, wie gesagt, ist ein intellektueller Tscheche, Kommunist in der Partei, einer der Hauptverfasser der April-Thesen, die das dortige Zentralkomitee dann veröffentlicht und beschlossen oder beschlossen und veröffentlicht hat. Und dass die Grundlage für diesen Erneuerungsprozess zu einem menschlichen Sozialismus in der KP der Tschechoslowakei geworden ist. Dieses Buch ist dann später erschienen, als er dann schon im Exil war, in den 70er Jahren. Ich glaube, es ist 76 erschienen. Ich habe es dann kurz danach auch in die Hände bekommen. Und es hat mich fasziniert. Es hat mich einmal fasziniert, damals, weil wir ja in der DDR auch überhaupt nichts wussten, wie innerhalb der kommunistischen Herrschaftsstruktur Entscheidungsprozesse fallen. Und insofern habe ich dieses Buch als etwas genommen, um dahinter zu kommen, wie laufen Entscheidungsprozesse innerhalb dieser kommunistischen Staaten. Und ich ging davon aus, und ich glaube, es war nicht so ganz falsch, dass es da Ähnlichkeiten gab zwischen der DDR und der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei, sodass man also zwischen dem Chef und das Verhältnis zu Moskau, also wie solche Prozesse, die ja nicht demokratische Prozesse sind, sondern wo auch das Parlament überhaupt keine Rolle spielt, weil nun mal Parlamente in den kommunistischen Staaten keine Rolle spielen. Das heißt, es läuft ganz anders.
Wir wussten in der DDR von der Bundesrepublik, von demokratischen Verhältnissen, wenn man es aufmerksam betrachtete und die Diskussionsprozesse im Westen kannte, kannte man sehr viel mehr Namen aus dem Westen, aus der Regierung, aus den führenden Parteien, als von der DDR.